Ja, Freunde, es war das Spiel Red Bull Leipzig gegen FC. Verdient verloren, muss man sagen. Ja, ich bin ein bisschen im Loch. Einige wissen es ja schon. Muss ich ja nicht permanent wiederholen. Ja, Freunde. Ja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte einfach nur von diesem Dreckspiel. Ich bin einfach richtig enttäuscht, wie jedes Mal aufs neue Wochenende. Und ich könnte eigentlich noch weitermachen, wo ich im letzten Video aufgehört habe, aber das tut so weh, ne? Das ist so traurig, dass man einfach nicht da mal weiter anknüpfen kann, wo man am Tag davor aufgehört hat. Dass man von 8-2 auf 9-7 zurückkommt. Da fehlt mir jegliche Wort und Schrift auch noch dazu. Egal, ihr seht, ich schlabber selber schon teilweise Müll, aber kommen wir zum Spiel, Freunde. Ja, die erste Halbzeit, beziehungsweise die ersten 20 Minuten fand ich auf jeden Fall sehr nice. Ja. Jiri und Özcan haben ja auf der Doppel-6 gespielt. Was ich auch wieder so klasse fand, dass Skiri wieder da ist. Aber ich finde nicht, dass beide irgendwie so ins Spiel reingekommen sind. Obwohl die anfangs schon gut gedrückt haben. Aber leider durch eine Standardsituation, beziehungsweise einen Freistoß von Nkunku, perfekt reingemacht wurde. Ja, da haben wir dann wirklich einen Schock bekommen und dann ging es halt weiter mit Dani Olmo. Das dritte Tor habe ich gar keine Ahnung, wer das mehr gemacht hat. Ihr wisst schon, ihr wisst es vielleicht schon, aber ja, auf jeden Fall haben wir dann noch versucht, dran zu bleiben. Hat leider nicht gereicht und ja, auf jeden Fall hat einiges gefehlt. Man kann auf jeden Fall jetzt auf anders rumhacken oder nicht. Man kann ihn schlecht reden, man kann ihn gut reden, wie auch immer. Er hatte Knieprobleme gehabt, das muss man bedenken. Er hatte Verletzungen, Krankheiten etc. Aber dass man wirklich 6,5 Millionen für so einen Spieler ausgegeben hat, der nur ein Tor gegen uns geschossen hat und geschweige denn, was er noch, wie viele Tore er noch geschossen hat, weiß ich leider auch nicht. Und zwei Tore in 22 Spielen ist ja auch schon ein bisschen zu wenig, finde ich, als Stürmer. Und da hatte man ja den Unterschied gesehen, wenn man Lempalle einwechselt und wie heiß und wie voller Adrenalin auf dem Platz dabei ist. Und da siehst du halt den Unterschied. Ich finde schon, dass man jetzt in den nächsten Spielen auf Lempele jetzt mal setzen sollte, wenn jetzt Modest weiterhin ausfällt. Und mich würde es nicht wundern, wenn der Bursche halt nicht spielen darf von Anfang an mal und am Ende der Saison oder beziehungsweise zum Sommer dann wieder abgegeben wird. Hat man ja Wirtz gemacht, ist man ja selber schuld. Und ja, wie gesagt, man kann halt weiter drauf rumhacken. Ist halt ein kurzes Video. Freunde, ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich bin ein bisschen gebrochen. Das heißt, ein bisschen, ich bin schon krass gebrochen wieder vom Game. Obwohl das Game nicht mal ein Jahr alt ist. Nicht mal 10 Monate alt ist. Und ja, auf jeden Fall, ich habe mir die Videos von den anderen geguckt. Von Tobi, von Fabio und so weiter. Und auch an ein paar andere. Ich muss sagen, ich bin auch der Meinung, dass man Andersen wirklich jetzt mal nicht so drauf rumhacken muss. Aber man muss halt schon zugeben, es ist keine Hilfe so. Und mich ärgert es wirklich für den Verein, dass er 6,5 Millionen für so einen Spieler halt ausgegeben hat, der schon an 30 ist.
keine Ahnung, 31, was auch immer. Und der überhaupt gar nicht zeigt, dass er dieses Geld halt wert ist. Ich hingegen hätte lieber so einen Sven Michel bevorzugt. Man sieht es ja bei Union Berlin, man hat Max Kruse abgegeben und die haben Sven Michel geholt. Ähnlicher Spielertyp wie Max Kruse. Aber was willst du machen? Ich finde, man sollte sich trennen von dem, was zwar hart klingt, aber Geschäft ist halt Fußballgeschäft. Ist ja mittlerweile schon seit Jahrzehnten geworden, Fußballsport. Ist ja nichts, keine Loyalität und keine Leidenschaft mehr drin. Wobei Leidenschaft schon, aber ist halt komplettes Geschäft geworden. Aber ja, was soll man sagen, Freunde? Ist ein kurzes, knackiges Video. Das Tor von Lempalle wird man auf jeden Fall sehr gut mitnehmen für die nächsten Spiele. Ich hoffe, gegen Fürth, beziehungsweise in Fürth, werden wir gewinnen können. Und falls Modest noch verletzt ist, würde ich lieber auf Lempalle setzen, anstatt Andersen. Oder von mir aus zuerst Marc Uth oder so. Und dann Lempalle, wie auch immer. Ansonsten, Freunde, ich muss ein bisschen runterkommen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich hoffe, euch haben die letzten beiden Videos gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat. Würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr noch einiges hinbiegen können. Ja, in der letzten Woche kamen jetzt nicht so viele Videos wie geplant. Beziehungsweise in diesen letzten 10 Tagen kam nur ein Video, obwohl ich zwei machen wollte. Aber dennoch ist was gekommen. Freunde, ich wünsche euch einen guten Wochenstart. Und wir sehen uns am Donnerstag im Stream. Oder zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Euer Reddit ist draußen. Und ciao.